So, dann mal ab hinein in die 16 mit uns. Ja, willkommen zurück zu Tomb Raider, zu Tobi Zock Tomb Raider. In der letzten, da haben wir ja rausgefunden, da unten, da gibt es noch ein Secret. Und ich glaube, das Türchen, da bleibt ja nach wie vor offen. Da muss ich mich nicht beeilen, aber ich hatte ja Schiss gehabt, da drin überhaupt was einzusacken, weil da liegt ein großes Medkit und ein bisschen was an Munition rum, das weiß ich noch. Und na, ein bisschen was ist gut gesagt, hier liegt richtig viel drin rum. Und ich hatte ja schon Bammel gehabt, hier irgendwie was einzusacken, habe ich ja schon eben erwähnt gehabt, um dass mir hier nichts getriggert wird hier drinnen. Dass wenn du zu greedy, zu gierig wirst wahrscheinlich, dass hier dann die Luken hier dicht gehen. Weil hier gibt es mega viele Türen auch drin. Ich zähle ein, ich zähle zwei. Okay, zwei nur. Vielleicht war der zweite Hebel hinten dran dann eben auch dafür verantwortlich, dass eben beide Türchen offen sind daneben für die Lara. Also der hier, da wo ich noch gerätselt habe, was der überhaupt macht, das weiß ich gar nicht genau. Boah, das ist wieder so weit. Das wird wieder ein Akt hier. Aber es klappt noch, es klappt noch. Okay, ich habe eben oben auf die Luft geachtet. Ich glaube, er sah mir fast danach aus zumindest. Ich möchte das nicht beschwören jetzt, dass das so ist. Aber ich glaube, wenn du ja am letzten Rest angelangt bist, dann zieht das langsamer runter, glaube der Balken auch, oder? So kam es mir zumindest vor, da oben. Oben rechts in der Ecke. Ja, ja. Aber hier unten geht's für uns auch nie weiter. Bloß Secret oder was? Oder gibt's hier irgendwo noch eine Luke oder so, da wo du durchtauchen kannst, ey? Ist doch auch nicht wahr. Wo soll's hier weitergehen, ey? Mann, Mann, Mann. Nee, nee, nee. Okay, da auch nicht. Ich werde mal nochmal komplett alles abchecken. Auch die Außenwände hier. Da ne, irgendwo noch ein Türchen ist oder so. Was jetzt offen ist. Vielleicht auch von oben mal reingucken. Weil oben waren ja mehrere Löcher. Nur gut, das sind alle Löcher, die wir hier haben, glaube. Alle Öffnungen von oben. Dachte, vielleicht wäre hier eine Öffnung dann, die ein gesondertes Becken dann eben hat, da wo es dann weitergehen kann. Aber nee, ich glaube, die hängen alle zusammen hier oben. Ja, gute Frage. Wo geht's hier weiter, ey? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich leider nicht. Müssen wir weiter gucken im Game selbst, glaube ich. Secret haben wir da schon mitgenommen. War auch jetzt nicht so das Übelst. Versteckte Secret, so muss ich das auch sagen. Weil solch Schalter hier, solch Hebel, der fällt ja vom Weiten daneben schon auf. Da hatte ich ja vom Weiten schon einen Blick drauf. Und stach ja auch gleich in das Auge daneben. Für mich. Und schwuppdiwupps, was da im Secret-Raum drin? Oh ja. Da gibt es weit auch schwierigere Secrets hier drin, ne? Auf jeden Fall. Mann, Mann, Mann. Aber schade, dass ich das Let's Play jetzt hier strecken muss, weil ich auf dem Schlauch stehe nach wie vor, ey. Das war ja in der 15 schon so. Da hat es ja begonnen. Ah, ich war mir so sicher, hier drin wird es für mich weitergehen. Aber nee, ey. Du bist einmal im Kreis geleitet hier. Mann. Ich habe auch keine Ahnung, wo jetzt weiter, ey. Da weiß ich nicht Bescheid. Hier hinten war ich ja schon, da habe ich verdrümmelt irgendwie. In der letzten Folge waren wir hier. Die verdrümmelt hier hinten dann eben Medkits mit rauszunehmen. Oder ein Medkit vielmehr. Ich kann ja nicht sagen, ob da nur eins oder mehrere waren da drin. Auf jeden Fall habe ich da wieder was verdrümmelt, das weiß ich. Und da vorne, da ging es ja auch nicht weiter in den beiden Räumen hier. Also hier zurück. Hier runter eventuell wieder. Oder was? Oder wie oder was? Weil oben kommst du regulär zurück. Und ich wüsste ja da nicht, wo ich da weiter sollte. Mit. Mal gucken, mal gucken. Ey, wir haben hier schon mega viele Folgen insgesamt runtergerissen in Tomb Raider 1, ne? Das stimmt, das stimmt. Macht nach wie vor Spaß? Ja, ja, da tut's nach wie vor, natürlich. Aber ich erinnere mich auch an das reguläre Let's Play noch auf dem Emulator dann, auf dem PlayStation 1 Emulator. In RetroArch war ich da unterwegs. Und da konnte ich ja auch Grafikspielereien daneben einstellen. Und mit denen da zocke ich momentan auch gerade wieder rum. Da gebe ich mir gerade wieder Silent Hill 1 dann. Weil ich da damals auf der PS1 daneben nicht gezockt hatte. Hä? Was ist denn hier los? Ach, hier wird bloß Mucke jetzt getriggert, glaube ich, wieder. Ohne irgendwelche Gegner. Okay, okay.
Boah, das wird wieder so mega laut, das ist jetzt schon laut. Pass auf, gleich wenn die Streicher richtig loslegen, Junge, dann dröhnt's gleich wieder rein, ey. Aber es kann hier nicht regulär weitergehen, ey. Vielleicht mit dich noch mal rein. Dass sich da was aufgetan hat? Nee, ist auch nee. Da ist auch immer noch ein Riesendeckel drauf. Da in der Mitte. Also hier in den Kasten dann. Wer weiß, ey. Ich hab keine Ahnung. Wo und wie überhaupt? Aber wir werden früher oder später erfahren. Oh ja. Ja, bei Silent Hill hatte ich damals echt nicht mitgenommen auf der PS1 dann. Da kam die PS2 dann zu früh für mich. Und dat, ja, das war ja noch Buntzeit, ey. Oh Mann, das war ja echt noch Buntzeit, da wo ich mir die dann eben von Sold gekauft hatte. Zusammen mit GTA 3 damals, das weiß ich auch noch. Ich habe die ein bisschen was später gekauft, als wie sie dann eben raus war. Und wollte mir aber immer mal Silent Hill 1 noch geben. Auf der PS1 oder auf der PS2, da ging es ja dann eben auch. Die konnte ja auch PS1-Discs dann eben abspielen. Ja, hier drin geht's auch nicht weiter. Wo dann, ey? Wo dann? Ich weiß, hier ist ein riesiges Areal. Hier könnte ich noch irgendwo was übersehen haben, aber... Ja, wieder alles abtauchen, ey, ich weiß nicht. Ja, was bleibt mir da anderes übrig? Im Internet vielleicht gucken, aber das will ich gar nicht, das will ich gar nicht, ey. Mann, oh Mann. Oh ja, die PS2 mitgenommen. Boah, da war ich im Karstadt schon Stammkunde gewesen. Da haben mich die Verkäufer schon geduzt, ey. Und ich da reinkam. Weil direkt, weil es Zoll gab, bin ich da reingestiefelt und habe immer irgendwie was mitgenommen. Ich glaube, eine Dreamcast am Anfang. Ein Sega Dreamcast. Und ein Lenker, glaube ich, auch irgendwann mal dafür. Und so weiter und so fort. Also ich habe da richtig gut Geld liegen lassen, glaube ich, bei denen dann. Oh ja, die kannten mich da echt. Die kannten mich aber auch schon in der U- und S-Bahn. Irgendwann mal. Ja, ist ja in Berlin echt so. Du fährst früh morgens, wenn du immer zur selben Zeit fährst, immer auch mit denselben Gesichtern da durch die Gegend. Du wirst kutschiert, ey. Und wie oft bin ich dabei? Ja, echt mal. U-Bahn vor allen Dingen hinzu. Ich konnte ja dann, damals Bundzeit, hatte ich einen Antrag gestellt und da konnte ich bei meiner Schwester, bei meiner nächstälteren daneben übernachten. Die hat in Berlin damals gewohnt gehabt noch. Und da bin ich da daneben immer nach Dienst dann eben hingetingelt und hab mir da ausgepennt daneben. War immer gezockt da mit der PS2 dann noch. Das weiß ich auch noch. War abends dann immer so müde gewesen, da wo ich drin dann eben vor eingepennt bin, das weiß ich auch. Einmal sogar auf dem Boden gelegen, echt ey. Da feiern sie heute noch drüber, die Sis und ihr Freund von damals. Mann, 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 also sie hat heute nicht mehr denselben Freund, aber sie verstehen sie da immer noch. Und ja, immer noch wird darüber gefeixt, wie ich da eingepennt bin beim Zocken. Weil ich hatte versucht dann eben, also mir war bewusst, ich werd müde und muss mir auf die Ohr hauen. Hat mir dann auf den Teppich unten gelegt, weil da die Konsole stand und hab den Finger so nach vorn gestreckt. Ich zeig schon wieder auf dem Bildschirm rum, deswegen geht's hier gerade nie weiter. Und wollte den Ausknopf, den musstest du damals längere Zeit, glaube ich, gedrückt halten und dann hat sich die Konsole runtergefahren. So war es, glaube ich. Also bei der ersten Variante der PS2 dann, den dicken, klobigen Teil dann noch. Und ja, ich bin dabei eingepennt. Ich lag quasi so da immer noch mit dem Zeigefinger auf den Knopf drückend. Und hab geschnarcht und da feiern sie heute noch drüber, ey. Ah, nee, nee, nee. Warte mal, wenn da unten, warte mal, dann ging hier die Tür für uns auf. Ey, es muss hier drinnen weitergehen. Glaub ich. Ich weiß nur nicht wo, ey. Ich werde mal den Hebel ziehen oder ist die Luke hier noch offen? Nee, die ist zu. Weil da drinnen, da war ja auch ein größeres Areal. Da hätte ich auch noch irgendwo verkehrt abbiegen können. Das will ich auch noch mal gecheckt haben. Und aber auch dann eben, ja, da war ich ja auch stehen geblieben, Bundfahrt, früh morgens hin, du warst komplett verpennt, hast sogar den Sand noch in den Augen gehabt, manchmal gar nicht dazu gekommen, auf den letzten Drücker los, weißt du, gar nicht dazu gekommen, dir überhaupt mal ein bisschen Wasser ins Gesicht zu klatschen und die Augen noch verklebt und so und Kissenabdruck im Gesicht. Oh Mann, Mann, Mann. Und dann ja erst S-Bahn gefahren und später dann U-Bahn und U-Bahn, ja,
Kutschumacher Damm, glaube so hieß die, oder Kutschumacher Platz, die Haltestelle, wo ich immer hin musste, da dann regelmäßig verpennt, regelmäßig weitergefahren bis Endhalte und regelmäßig so eingepennt, dass ich auch in Schößen von irgendwelchen bierbäuchigen Rentnern aufgewacht bin, die sich gefreut haben, dass ich da rumschnarche auf ihrem Schoß daneben drauf, ey. Mann. Das ist auch nicht übel. Mann, ey. Was eine Zeit. Ja, und die hast du dann halt eben nach und nach dann eben auch, nicht unbedingt kennengelernt, aber du wusstest, wer die sind. Und man hat sich früh morgens dann eben gegrüßt mit einem Moin oder so. Das ging da auch schon. Gerade auch S-Bahn-Stationen früh morgens, wenn da irgendwie, war ja im Winter unterwegs gewesen und die S-Bahnen dann eben ausgefallen sind oder Probleme hatten wegen vereiste Gleise oder so. Haben sie ja heute noch da Probleme in Berlin? Gern mal. Da, wo es Verspätung gibt, dann. Ey, was eine Zeit. Ich hab Treptower Park auf dem S-Bahnhof übernachtet, ey, im Winter. Um mich hat man Schnee geschaufelt und mir noch Decken übergeworfen. Das weiß ich auch noch. Das war Silvester, meinen Winter. Weil da keine mehr fuhr. Ich hab die letzte S-Bahn verpasst und musste warten, ey. Hatte auch kein Handy bei. Und somit dann eben auch keine Telefonnummer von irgendwie meiner Schwester oder so oder ihrem Freund, die mich dann hätten abholen können. Somit dachte ich mir, okay, pack sie auf eine Bank hier und penn's erstmal eine Runde und. Ja, das haben dann Leute gesehen, Angestellte dort gesehen, die da gekehrt haben und die haben ihr Decken daneben da umgeschwungen und mir was Warmes zu trinken auch gebracht, glaube in der Tasse noch. Ein Kaffee oder ein Tee, ich weiß das gar nicht mehr genau. Aber mega freundlich die Leute da auch, oh ja. Mann, ey, was eine Zeit. Also Berlin hat schon Spaß gemacht. Das schon. So, ja, hier ging's auch nicht weiter für mich. Bloß oben rein dann. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier noch hin soll, ey. Dabei war das Level doch noch größer. Wir hatten doch noch mehr hier drin gesehen gehabt, oder nicht? Lass mich mal kurz zurück entsinnen. Warte mal, vorne, da sind wir von oben durch. Das weiß ich auch noch. Und da kamen die Flatterviecher dann irgendwann mal. Und unten kamen noch irgendwelche, ja, Mumien ohne Mumien. Bandagen drum. Die fleischigen Mumien. Die kamen da noch mit irgendwelcher bedrohlichen Mucke, die ja vorhin da auch schon getriggert wurde wieder. Was war noch? Wo bin ich dann hin? Schon erste Tür rein? Die waren beide verschlossen, aber wo ging's da für mich noch hin, ey? Ich werde mal oben wieder raus. Versuchen zumindest. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier hochgekommen bin überhaupt. Irgendwo. Ach so, hier in der Mitte hochgesprungen. Okay, da dann. So. Und dann hier wieder zurück, glaube, ne? Ja, ganz genau. Oh, ey, überhaupt kein Fortschritt in dieser Aufnahme schon. Für zwei Folgen lang. Mann, ey, hier fast verdrömelt wieder zu greifen, ey. Noch im letzten Moment die Ärmchen ausgefahren. Alter, Mann. Hier oben rein? Ja, was bringt mir das? Da kommst du ja auch bloß zurück, ey. Oder nicht? Ja, kommst du? Nee. Oh mein Gott. Da! Ah! Du brennst da? Okay. Ich glaube, das ist es. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, wo sie mich rausschmeißen. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ach so, hier bei der Moon dann. Halt noch. Ja, das Secret, das müssen wir auch noch holen. Oh Mann. Aber ich weiß, wo es weitergeht. Juhu. Ich glaube, ich weiß, ich hoffe, ich weiß es. Nicht, dass das wieder eine Sackgasse ist dort. Oh Mann. So, erstmal runter hier mit uns. Ach nee, ich hätte oben noch das riesen Medkit mitnehmen können. Oh, sorry. Ich hab wieder Frosch, Mann, ey. Stimmt, ja, oben war ja noch das Riesen-Medkit. Ah, da müssen wir nochmal hoch, ne? Ja, aber da kommen wir easy hoch, glaube ich, von hier aus. Wenn ich mich da richtig zurück entsinne, dann einfach was hier und hoch, ne? Ja. Glaube, müsste funktionieren. Stimmt, oben in der Ecke war das. Das große. Okay. Diese Herzklopfen nach wie vor, ey. Mann. Ich bin aber überall eingepennt damals, gerade zum Bundzeit auch. Das hat so mega geschlaucht, ey. Bist du schon weg? Okay.
Ich hatte dann vor dem Speichern dann eben doch schon eingesackt gehabt. Alles klar. Dann bloß noch zurück zum Secret. Für mich. Für uns. Das heißt, hier durch Türchen durch und dann müsste ich ja schon fast wieder da sein, glaube ich, ne? Muss jemand schräg springen, dass die Lara nach vorn runterrutscht? Nicht rückwärts, mit dem Rücken dazu. Gute Frage. Wo war das? Hier drin war das? Glaube, ne? Hier so? Oder? Durchtauchen unten oder da weiter? Nee, von hier bin ich von unten gekommen. Das weiß ich noch. Ah, doch, anderer Raum. Ich glaube, das war doch der andere Raum, oder? Oder hier drüben doch. Ja, hier, glaube. Okay. Hier war das. Alles klar. Okay, ich hab's. Cool. Ich hoffe, die Zeit, die spielt noch mit für diese Aufnahme, für diese Folge dann. Das müsst ihr gleich losbimmeln. Ich hab so ein mulmiges Gefühl gerade. Es wird. So, du bist der Außen, oder was? Deswegen keine Kamera? Ja, du bist der Außen, okay. Das ist hier der linke Hebel dann, der die erste Tür da drin öffnet. Möchte mal. Wie viel Zeit ist denn noch? 3,50. Oh, das krieg ja noch alles hier gewuppt. Könnte sogar da oben dann speichern, da wo es weitergeht noch. Möchte meinen. Ist ja da jetzt bloß wieder hin zurück dann. Ach, ich drömel, ich muss Luft holen auch. Oh, muss hier wieder Leine ziehen. Kurz mal reinhauen. Oh Mann, fast vergessen, ey. Was ein Glück habe ich da noch dran gedacht. Oh Mann. Ah, nicht übel. Ja, wegen Einpennen-Bundzeit, da habe ich auch noch eine Story. Da sind wir mit einem RE, mit einem Regio, dann eben nach Haus zu meinen Ellies. Da habe ich damals noch bei meinen Ellies gewohnt, zu der Zeit. War ja da so 1920 dann zur Bundzeit. Und Sis kam mit, die Schwester, bei der ich ja in Berlin daneben nächtigte. Und da bin ich auch eingepennt, aber so komisch, ich hatte dann einen Hut auf. Ich war schon immer Hutträger. Damals noch ein richtiger Hut, so ein Stoffhut war das. So ein Rapperhut, so muss man sich das vorstellen. Also was vielleicht kennt ihr, wenn, ja, aus Ostzeiten, in zu Ostzeiten, da hatten Rentner vermehrt auf der Heckablage ihres Trabants, ihres Trabis, ihrer Pappe, so ein Stoffbezug über eine Klorolle drüber hängen. Und so muss man sich meinen Hut vorstellen. Oh Mann, also so ähnlich sah der dann aus. Bloß war ein richtiger Hut, war nicht so ein Stoffbezug dafür, so eine Klorolle. Da haben sie beim Bund sogar einmal gefeiert, selbst die Vorgesetzten, ey, als sie mich in Zivil sahen, in Zivilklamotten. Mann, ey, Tobi, Alter. Du bist ja auch ein Kunde. Nee. Und da sind wir dann nach Hause und ich hatte diesen Hut auf, im Regio drin gesessen. Ich hatte die Fahrkarte so vor mir und hab so runtergenickt, also mit dem Kopf nach vorn gelehnt, sodass man meine Augen nicht sah. Und hab dann gepennt gehabt in dieser Position. Warte mal, ich bin hier verkehrt. Ach so, hier gehen die Pfeile los. Ich wundere mich, wo es hier ballert, ey. Hab dann so gepennt und ja, irgendwann dann kam die Schaffnerin und wollte da Fahrkarte sehen und da haben sie erst gecheckt gehabt, dass ich penne, ey. Meine Schwester hat mich versucht anzusprechen und erst da hat sie dann gerafft gehabt, okay, der pennt, weil der hat keinen Mucks von sich gegeben, so hat's gemeint, weißt. Und hat sich schon gewundert, was hat er denn mit der Fahrkarte, warum guckt er die denn so speziell an? Und neben mir saß, glaube ich, auch noch ein fremdes Mädel und die hat auch schon immer gekichert, meinte sie. Mann, ey. Weil ich so völlig verpeilt da auch aufgewacht bin daneben. Hab sogar die Fahrkarte noch fallen lassen vor lauter Schreck, glaube ich, so. Mann, ey. Das ist nicht übel. Was für Zeiten. Nee. So, das war hier drin und wir müssen hoch. Wir müssen hier einfach bloß hoch, glaube ich. Nee, wir sind ja oben. Wir müssen zu den Stacheln und da hoch. Wo waren die Stacheln? Die Stacheln waren unten, okay. Dann lass uns mal da hin. Ich habe jetzt keine Ahnung. Pass auf, ich habe wieder verdrümmelt, in den Secret-Raum da alles einzusacken. Das Gefühl habe ich gerade. Ich würde liebend gern nochmal nachgucken gehen, weil ich jetzt so gelabert habe, da habe ich mich auf das Zocken eher weniger konzentriert. Ah, die Lara, die dreht sich schon wieder weg automatisch, wenn ich hier gedrückt halte. Die möchte den Hebel gerade wieder nicht ziehen, ey.
Irgendwie ist der hier auch verbuggt. Der rechte. Ah, jetzt geht's. Okay. So, wir müssen da rein und dann hoch. Einfach bloß. Hat das schon gebimmelt hier eigentlich am Handy? Hat das jetzt verdrömelt? Nee, jetzt bimmelt's. Okay. Alles klar. Liegt gut in der Zeit, ey. Könnte da tatsächlich noch hochkommen und abspeichern oben. Wo war das? Hier war das. Ganz genau. So, dann stiefeln wir mal da noch hoch. Und dann wird gespeichert, würde meinen. Und dann machen wir hier Feierabend für die 16. Und dann haben wir doch schon Progress wieder gemacht. Oh ja. Also ich hoffe, Progress. Ich hoffe, in der 17, dann geht's weiter hier mit dem Let's Play, ey. Na, obwohl, es ging ja auch so weiter. Es ging ja auch so weiter. Ich habe ja gut was eingesacken können nun. Innerhalb dieser zwei Folgen. Ein bisschen was unterhalten. Über neueren Schissel um mich rum habe ich ja auch wieder. Also dröge waren die Folgen hier wahrscheinlich gar nicht. So wie ich das jetzt vielleicht so empfinde. Das geht, das geht. Okay. Ja, Stimme immer noch krächzig. Ich merke das gerade. Ich möchte am liebsten wieder rumhusten eine Weile. Oder mir einen Tee gönnen. Mache ich gleich mal in der Pause dann. So, hier bin ich ja schon da. Ich muss einfach bloß hier hoch und dann können wir speichern. Und dann hoffe ich mal, dass es hier weitergeht. Ey, mir ist so, als wäre ich doch von hier auch gekommen, oder? Aber weiter unten dann. Du rutscht hier runter und müsstest... Ah, da kannst du noch mal rein, okay. Ist tatsächlich neues Areal hier. Und so versteckt auch. Ey, wie geiermäßig versteckt, ne? Das ist doch nicht wahr, ey. So abgespeichert ist? Muss hier tatsächlich noch mal husten. Sorry auch dafür. Und alles ist gut jetzt erstmal. Ich bin hier oben sicher. Hab sicher gespeichert. Alles klar, du rutschst hier überall. Wenn wir aber dann erst in der 17 dann erkunden. Auf jeden Fall. Ey, ich hoffe hier, du hattest auch hier mit dieser Folge Spaß. Gut, hier habe ich ein bisschen was mehr über mich gelabert. Hab's ja eben dann schon angekündigt. Na, so rekapituliert daneben. Rekapituliert ist auch gut gesagt. Revue passieren lassen, so ist besser gesagt. Also die komplette vergangene Folge jetzt hier, die 16, die wir hier erlebt haben. Dann bin ich raus. Auf jeden Fall. Dann, ja, wie gesagt, halte die Ohren steif. Nee, dann habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe einfach bloß gehofft, dass du Spaß hattest. Aber halte auf jeden Fall die Ohren steif und bleib weiterhin gesund. Wir sehen uns dann hoffentlich in der 17 dann weiterhin. Bis dahin. Tschüssi dann.